Zwei Königinnen des Bobfahrens. Mariama Jamanka und Lisa Marie Bugwitz krönen sich selbst und gewinnen völlig überraschend Gold im Zweierbob. Nach einem packenden Finale sind sie und am Ende 800stel vor der Weltmeisterin aus den USA. Ich bin immer noch sprachlos. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, wie wir das geschafft haben. Das ist unglaublich. Wir sind unten ins Ziel gefahren nach dem vierten Lauf. Da stand dann die Zeit einfach nur. Und dann die Eins. Ich weiß nicht. Wir sind dann rein ins Ziel, haben geschrien, wir haben geweint. Dann kamen die anderen, haben uns überhäuft mit, weiß ich nicht, Menschlichkeit. Und man kann es immer noch nicht glauben irgendwie. Das erste olympische Gold für den Zweierbob der Frauen seit 2006. Und das ist eine echte Sensation. Erst 2013 kam Pilotin Jamanka zum Bobsport. Jetzt ist die ehemalige Hammerwerferin Olympiasiegerin im Zweierbob. Und die gebürtige Berlinerin und ihre Anschieberin waren eigentlich das deutsche B-Team. Diesmal habe ich es halt einfach wirklich so gemacht, ich habe einfach nicht darauf geachtet, was vor mir passiert. Ich habe alles ignoriert, einfach alles. Ich habe nicht gesehen, was Elana gefahren ist, ich habe nicht gesehen, was Elana gestartet ist, weil ich einfach dachte, ich gucke auf mich, ich gucke auf Lisa und das war's. Es hat funktioniert. Nach Gold für die Männer, nun also auch Gold für die Frauen. Mariama Jamanka und Lisa Marie Bugwitz, die Königinnen des Zweierbobs.